Das war er, der 22. und damit letzte Trainingsfreitag der Saison 2023. Liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel-1-Fans, gerne hätten wir euch auch heute wieder die Longrun-Analyse bei uns auf der Website präsentiert. Die fällt allerdings aus. Bedanken dafür dürft ihr euch bei Carlos Sainz und Nico Hülkenberg. Ja, die haben unfreiwillig dafür gesorgt. Für zwei relativ lange Rotphasen in der zweiten Trainingssitzung. Ihr wisst alle, zweites freies Training ist die Session der Longruns und die sind dann eben ausgefallen. Carlos Sainz hat schon nach wenigen Minuten die Kontrolle über seinen Ferrari verloren. Der Unfall hat mich ganz stark an jenen von Lando Norris vor einer Woche in Las Vegas erinnert. Warum? Carlos Sainz in der Dirty Air eines Alpha Tauris hergefahren und dann auf einer Bodenwelle aufgesessen und dann komplett ohne Chance Kontrolle verloren, mit relativ hoher Geschwindigkeit in die Tech-Pro-Barriere eingeschlagen. Zum Glück ist ihm nichts passiert. Tech-Pro-Barriere, die wurde relativ stark mitgenommen, musste dann repariert werden, deswegen die besonders lange Trainingsunterbrechung an der Stelle. Und auch bei Lando Norris war ja das Aufsetzen des Autos dafür verantwortlich, dass er die Kontrolle verloren hat. Und auch er natürlich in Dirty Air gewesen in der Startphase. Klar, die Fahrzeuggeneration seit letztem Jahr, die funktioniert nur mit extrem niedrigen Bodenfreiheiten und möglicherweise lernen die Teams halt immer mehr über ihre Autos, wie sie möglichst tief fahren können und ohne die Unterbodenplatte zu stark abzunutzen. Und möglicherweise kommt es da jetzt immer mehr zu solchen Zwischenfällen, wo die Autos dann aufsetzen und die Fahrer die Kontrolle verlieren. Also ich bin mal gespannt. Ich bin mir sicher, das wird noch ein großes Thema werden, wenn das jetzt noch einmal irgendwo passiert. Trotzdem in dem Fall, also Glück im Unglück, ihm ist nichts passiert. Auch dem Auto geht es verhältnismäßig gut, nachdem er nach der Gully-Affäre in Las Vegas sein Chassis beschädigt wurde, kommt hier ein Ersatzchassis zum Einsatz. Chassis ist aber okay. Getriebe war sowieso nicht geplant, es am weiteren Wochenende einzusetzen. Deswegen diesmal keine bittere Strafe für ihn, auch wenn es diesmal auch selbst verschuldet war. Nico Hülkenberg, wenig später, Trainingssitzung war gerade wieder freigegeben, ist er abgeflogen, er in Kurve 1. Da haben wir auch einige Probleme gesehen bei den Piloten. Er hat es am Ausgang verloren, zu aggressiv auf dem Gaspedal gewesen, sich gedreht und mit dem Heck eingeschlagen. Ein bisschen was ist am Auto natürlich kaputt gegangen, ist auf der Strecke liegen geblieben. Zweite Rotphase, für ihn persönlich richtig bitter, weil er musste ja im ersten freien Training aussetzen. Da saß Olli Bärmann in seinem Cockpit, heute ja großer Rookie, Freitag insgesamt 10 Nachwuchsfahrer waren im Einsatz. Nico Hülkenberg also ohne besonders gute Vorbereitung jetzt in dieses Wochenende gestartet. Red Bull war besonders von den langen Trainingsunterbrechungen betroffen. Warum? Weil beide Stammpiloten, Sergio Perez und Max Verstappen, das erste freie Training ausgesetzt haben für eben die Nachwuchsfahrer. Red Bull hat so lange gewartet. Man muss ja zwei in der Saison einsetzen, zwei Nachwuchsfahrer oder zumindest zweimal muss ein Nachwuchsfahrer zum Einsatz kommen, kann auch der gleiche sein. Bei Red Bull hat man eben lange gewartet, weil man gesagt hat, naja, die Session ist eh nicht repräsentativ bei Tageslicht, aber da hat man damit gerechnet, dass man dann halt eben im zweiten freien Training viel Arbeiten absolvieren kann, viel Setup-Arbeit machen kann, aber ging nicht so. Eben aus genannten Gründen diese vielen Unterbrechungen und bei Max Verstappen lief es auch nicht so richtig rund. Nur Platz 3, fast schon eine mittlere Katastrophe für den Dominator der Saison, 0,2 Sekunden Rückstand, aber er hat sich beschwert über das Fahrverhalten seines RB19. Er meinte, er springt wie ein Känguru und vor allem in der ersten Kurve, wie auch Nico Hülkenberg, hat er stärkere Probleme gehabt. Fast die gesamte Zeit verliert er dort. Trotzdem, ihr kennt das natürlich, Red Bull startet oftmals nicht so richtig gut in den Trainingsfreitag rein und gewinnt am Ende trotzdem überlegen. Aber man hat Max Verstappen schon angemerkt, dass bei ihm der Ehrgeiz immer noch da ist und dass es nicht so ganz rund läuft. Denn in der Boxengasse gab es zweimal einen Zwischenfall. Beim Restart wollte er so schnell wie möglich wieder raus und hat dann gesagt, Moment mal, die Williams, die sich da einsortieren müssen wollen, die müssen doch jetzt warten, bis ich da vorbei bin. Also hat da eine Diskussion angefangen, eigentlich relativ unnötig in dem freien Training. Aber klar, er wollte die Track Position und wenig später, als dann zum zweiten Mal der Restart erfolgt ist, hat er sich auch noch an den Mercedes vorbeischlängeln wollen in der Boxenausfahrt. Die haben ihm aber nicht wirklich Platz gemacht. Richtig spannende oder richtig aufregende Situation. Also fast wie so ein Drängler auf der Autobahn, der da irgendwie in der Baustelle versucht, sich noch vorbeizuzwängen. Aber es war sein gutes Recht. Die Mercedes sind langsam gefahren, haben aber keinen Platz gemacht. Warum war er da so aggressiv unterwegs? Ja, bei Red Bull hatte man den Runplan und man wollte zumindest mal noch zwei schnelle Runden, zwei gezeitete Runden, sowohl auf dem Medium als auch auf dem Softreifen fahren. Verstappen war relativ angefressen, meinte, das ist relativ dumm, wenn man dann so wenig Trainingszeit hat und dann vertrödelt man die auch noch in der Boxenausfahrt. Max Verstappen hat also auch beim letzten Rennwochenende der Saison nichts zu verschenken. Ich hoffe, ihr habt was zu verschenken. Weihnachten steht ja schon fast vor der Tür. Und was gibt's da Besseres als ein Printabonnement von eurem Lieblingsmotorsportmagazin? Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ganz wichtig ist bei diesem Geschenk, es ist kein fortlaufendes Abo. Ihr schenkt euren Liebsten ein Jahr
Sprint-Abonnement und damit ist für euch die Sache vorbei. Anders als bei einem normalen Abo, wenn ihr euch das selbst holt, dann läuft das weiter, bis ihr das eben kündigt. Das ist beim Geschenk nicht der Fall. Kommen wir wieder zu den Themen des Tages zurück. Neben der Strecke wurde natürlich auch einiges besprochen. Es gab ja die teamverantwortlichen Pressekonferenz, da saß unter anderem Mike Krack drin. Der hat gestern schon in seiner Medienrunde eine Lobeshymne nach der anderen auf Fernando Alonso gesungen. Damit hat er heute weitergemacht. Und dann kam natürlich die Frage, wie sieht es eigentlich mit der Zukunft aus? Für 2024 hat der Alonso schon unterschrieben, war ja ein 2-Jahres-Vertrag. Aber das Fahrerkarussell, das wird im nächsten Jahr richtig spannend. Da kann man ja eigentlich schon auf 2025 blicken. Und dann hat Mike Krack relativ kurzen Prozess gemacht und meinte, ja, selbstverständlich wollen wir Fernando Alonso behalten. Er wollte dann das Ganze auch gar nicht weiter ausführen. Ja, Fernando Alonso immer noch in der Form seines Lebens. Alonso selbst hat gestern gemeint, seine jetzige Saison ist so gut wie die 2012er Saison, als er knapp am WM-Titel gescheitert ist. Und das mit zarten 42 Jahren. Und dann blickt man noch 2 Jahre in die Zukunft. Also der ist wirklich ein Renntier, wenn man so will. Cockpit, da war doch gestern irgendwas. Streit zwischen Christian Horner und Lewis Hamilton. Ja, Christian Horner, der saß heute auch in der Pressekonferenz und natürlich musste er nochmal darauf angesprochen werden. Und er hat dann naja, mehr oder weniger zwischen den Zeilen gesagt, er hat relativ deutlich gesagt, dass derjenige, mit dem er gesprochen hat, Anthony Hamilton war, der Vater von Lewis Hamilton, der ihn früher ja auch gemanagt hat. Und er meinte, naja, wenn er mit dem Vater spricht, mit jemandem mit dem gleichen Nachnamen, dann ging er eigentlich schon davon aus, dass das auch Lewis Hamilton dann betreffen würde. Also, ich bin mal gespannt, wie das noch weitergehen wird. Ich bin mir sicher, dass Lewis Hamilton da jetzt auch noch danach gefragt wird. Hamilton selbst hat ja gestern gesagt, er hat in seinem Team, in seinem Lager nachgefragt. Offenbar zählt da der Papa Anthony Hamilton nicht mehr dazu. Und dann gab es heute auch noch politische Themen. Die Formel 1-Kommission hat getagt, aber das Ganze stand im Motto von Andreas, das bleibt ja alles so, wie es ist. Sprint. Naja, da soll eigentlich nicht alles so bleiben, wie es ist, aber vorerst gibt es keine Entscheidung. Weder wo die Sprints 2024 stattfinden werden, ja, es wird weiterhin 6 Sprints geben, noch was das Format angeht. Eigentlich galt schon fast als sicher, dass man am Freitag freies Training und dann Qualifikation für den Sprint haben wird, dann am Samstagmorgen den Sprint und am Samstagnachmittag Qualifikation für den Grand Prix. Aber es wurde keine Entscheidung getroffen, da wird weiter diskutiert. Horner hat heute auch wieder Reverse Grid ins Spiel gebracht in der Pressekonferenz. Ich hoffe mal, dass das nicht kommen wird. Alles bleibt so, wie es ist, zumindest bei den Reifen. 2025 stand ja nochmal die Entscheidung an, mit oder ohne Heizdecken. Man hat gesagt, ja, wir bleiben jetzt auch für 2025 bei den Heizdecken. Und wir bleiben auch in Zukunft bei der Allocation mit 13 Sätzen Slicks pro Rennwochenende. Man hatte ja in diesem Jahr 2-mal ausprobiert, mit 2 Sätzen weniger auszukommen. Das will man in der Zukunft nicht einführen. Das Ganze ja mit einem Nachhaltigkeitsgedanken. Aber da sagt man, die Show soll nicht drunter leiden. Das bleibt so. Gleichzeitig hat man festgestellt, dass die Kotflügel für den Regen weiter getestet werden. Diesmal deutlich exzessivere Verkleidung der Räder. Das Ganze soll erstmals im Frühjahr 2024 getestet werden. Außerdem will man Konsequenzen aus Katar in dieser Saison ziehen, als viele Fahrer über extreme Hitze geklagt haben. Kurzfristig ist dafür eine 2. Kühlöffnung erlaubt in der kommenden Saison. Man will sich die Thematik aber weiterhin genauer anschauen. Gleiches Thema Sicherheit. Da will man sicherstellen, dass vom Unterboden keine metallischen Teile abfallen und dann jemanden dahinter möglicherweise verletzen können. Deswegen wird die Verwendung von metallischen Teilen am Unterboden sowohl vom Gewicht als auch von der Fläche stärker begrenzt. Beim finanziellen Reglement gibt es ein bisschen Anpassungen, was Nachhaltigkeit und so weiter angeht. Relativ wenig spannend, glaube ich, für den normalen Formel-1-Fan. Und dann 2026 wissen wir ja, dass die große Regelrevolution kommt. Inzwischen sickern auch immer mehr Details zu diesem Reglement 2026 durch, auch wenn es noch nicht fix steht. Aber es gibt schon mal was, mit dem die Teams arbeiten können. Könnten, muss man jetzt inzwischen sagen, denn man hat sich darauf geeinigt, dass 2025 erst die Entwicklung für 2026 freigegeben wird. Das heißt, 2024 dürfen die Teams noch nicht am Fahrzeug für 2026 entwickeln. Das kennen wir ja schon aus der Corona-Zeit zum Beispiel. Da war ja dann auch relativ lange verboten, weiter R&D am 2022er Fahrzeug zu betreiben. So viel also von der politischen Seite heute. Morgen, letzter Qualifying-Tag des Jahres und Qualifying-Generalprobe. Und die wird diesmal richtig spannend, weil wir haben heute so wenig Running gesehen, dass selbst hier bei ganz anderen Bedingungen, glaube ich, jeder auf die Strecke gehen will, jeder nochmal Daten sammeln. Und möglicherweise wird es dann der ein oder andere nicht so ganz richtig hinbekommen, weil die Strecke eben sich stark entwickelt durch die schweren Temperaturunterschiede. Also, es ist schon angerichtet für einen spannenden Qualifying-Tag.